So, und jetzt geht's hier um Nostalgie. Aber nicht immer ist Nostalgie etwas zum Niederknien, während man mit verklärtem Blick denkt, Mensch, früher war alles besser. Nee, früher war selten was besser. Aber wenn man die Musik von Marla Blumenblatt hört, denken besonders die Westdeutschen der Nachkriegsgeneration an die ersten knallbunten Momente in ihrem Leben, an Petticoats, an die Fahrt mit der Isetta über die Alpen. Marla Blumenblatt fühlt sich inspiriert von den Songs dieser Zeit und sie inszeniert sich als frisch, fröhliches, gute Laune-Mädchen. Antraut Cordes-Strehle über das Revival des Pops der 50er Jahre. Ohne knallrote Lippen geht nichts bei Marla Blumenblatt. Und klar, sie liebt Retro-Klamotten, aber ihre Musik zu den 50er Jahren geht übers Äußere hinaus. Die Musik von damals steckt in ihr und will einfach raus. Singen wollte sie irgendwie schon immer. Das liege wohl an ihren mazedonischen Genen, meint die Rock'n'Rollerin. Mein Name ist Malita! Bei unseren Familienfesten wird immer musiziert, da ist laut. Da laufen die Kinder rum, die weinen, dann tanzen die einen, die anderen musizieren, wir schreien rum und so. Also ich glaube, das war schon immer da. Doch bis auf die Bühnen der, naja, noch kleinen Clubs wie dem Kölner Blue Shell war es ein langer Weg. Künstlerisch ambitioniert aber war Marla Blumenblatt schon immer. Sie tanzte als Kind in Wien klassisches Ballett, war Showgirl im Crazy Horse, in Paris und Las Vegas. Endstation Berlin, Retro-Musik machen und herausstechen. Es gibt wirklich viel, auch Konservenmusik und zum Beispiel bei meinem Album ist es ja so, wir haben ja alles echt aufgenommen. Wir haben mit Bandmaschinen gearbeitet, wir haben ein Jahr lang aufgenommen. Wirklich auch Musiker, wir hatten wirklich zum Beispiel Streicher, da wurden 15 Musiker ins Studio gesetzt. Oder die Bläser, der ganze Bläsersatz, da kommt nichts vom Band, da sind keine Samples verwendet worden. Und das klingt dann mal frech wie die 50s, mal nett, fast lieblich. Denn ja, für Naivität steht diese Zeit heute eben auch. Das eine schließt ja auch das andere nicht aus. Ich sage jetzt, das ist ja auch so meine Persönlichkeit. Auf der einen Seite komplett wild, auf der anderen Seite ganz lieb und total, also auch so also vornehm von meiner Art, sage ich mal. So schon, achte schon so auf Manieren und Dinge und so und auf diese ganzen Kleinigkeiten. Und deswegen ist es für mich auch so schön, dass ich das verbinden kann. So singt Marla Blumenblatt von fruchtiger Eiscreme, heißen Boys und erotischen Gefühlen. Lasziv und doppeldeutig, aber niemals vulgär.